Sag ich noch nicht bewegen? Und was macht der Klaus? Achso. Ja, wer ist wer? Ich sag dazu gar nichts mehr. Diese Rüstung ist echt scheiße. Die sieht ein bisschen aus wie von Star Wars, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Diese, ja, wenn man jetzt noch keine Laserschwerter hat, aber so? Also ich weiß ja nicht. So. Der Imperator hat gesagt, wir müssen in den X-Sektor. Wie du da am Steuerpult sitzt. Alter, ich sehe das gerade nicht. Das sieht aus wie eine geknüllte Dose. Oh, haben wir überhaupt genug Fuel? Moment. Huch. Ich muss mal ein bisschen Kohle nachladen. So. Jetzt knülle ich mich wieder zusammen, Alter, wie so ein Buckelfitz. Delta? Nee, jetzt sind wir schon wieder im Delta. Ich mach mal X-Sektor. Haben wir denn hier irgendwie was sich lohnt mit vielen Sternen? Das sieht doch schon mal gut aus. Ich guck mal ganz kurz, ob wir hier Tundra, ein riesiger Planet mit Tundra. Vulkanisch, Desert, Jungle. Also die Planetenarten sind da immer noch gleich. Oh, Grasslands. Zwei Planeten mit Grasslands nebeneinander. Das hört sich doch gut an, oder? Hau rein, hau rein, hau rein. Ja, da bin ich schon unterwegs. Bin fast schon da. Ich finde unsere Flügel natürlich auch sehr episch hinten. Oh, mit dem Wind flattern. Warte. Falsche Richtung. Ach ja. Mist. Hallo. Oh. Da sitze ich ja wieder vorm Klo. Alter, kann das. Wie? Lass. So. Lass aber. Gut. So, sind wir gleich da? Da fliegt man aber ganz schön lange. Ja, ist ja X-Sektor. Hilfe. Ich glaube, die Planeten werden sich jetzt maßgeblich von allen anderen unterscheiden. Und eigentlich überlege ich, wir hätten vielleicht zum Wüstenplanet fliegen sollen. Um diesen neuen Rohstoff zu farmen. Wie heißt denn der? Aphrodite. Nee, irgendwas mit Salz? Afri, Salz, Afro. Auch sehr schön. Jack. Afro Jack. Das ist aber ein schöner Planet. Das ist wie der, wo wir unser Haus gebaut hatten. Ja, genau, Grasslands. Wobei ich den noch schöner fand, wo wir unser Haus hatten. Vorsicht! Vorsicht, du weißt nicht, wie stark die hier sind. Wir werden es rausfinden. Boah, die machen aber gut Damage. Nimm du dir. Was war oben drin? Was ist denn das? Tolle Sache. Two-handed 100 Damage, One-handed 90 Damage. Theoretisch gar nicht so schlecht. Das macht mir Hoffnung auf mehr, ehrlich gesagt. Was machst du? Ich habe auch nochmal einen kurzen Schluck getrunken. Achso, ich dachte Strullern da oben. Nee. Ist in der Rüstung auch eher schlecht. Wenn du so eine Dose pinkelst. Ja, du hast die Dose noch anhast, das ist das Problem dabei. Überall so Druckstellen dann, wie so ein Formel-1-Fahrer. Oder Rost an den Beinen. Nicht von innen. Ah, schon schön da hinten. Ich mag das mit diesem Grasmäher. Oh. Uranium habe ich gerade gefunden, übrigens, nur mal so ganz nebenbei. Atombomben? Das, mein kleiner Kim Jong, hast du Lust? Ja! Wir sollten wirklich ganz dringend einen Wüstenplaneten aufsuchen im X-Sektor. Oder? Ich mag den Planeten irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich den schön. Ich auch. Oh! Oh, du machst so gut. Du bist auch wieder geil auf Kisten, ne? Ja, bin ich. Nicht? Merkt man das irgendwie? Oh. Was, wie er seinen Freund im Stich lässt. Du bist doch zuerst weggegangen. Ach so. Das machst du nie? Hm? Nein, ich bin da sehr... Oh, kollegial. Hier ist ein Sandbiom. Ich huste auch nie im Let's Play. Alter. Vorsicht. Oh, das ist ein Boss, ne? Ja. Ich glaube. Und ein Vogelboss. Da, Alter, da bin ich raus aus der Nummer. Ja, ich auch. Aber der fliegt uns jetzt die ganze Zeit hinterher, ne? Nicht, wenn wir uns eingraben. Ja.
Oh, der will eh mich haben. Toll. Würde ich nicht drauf wetten. Oh, jetzt hat er mich ein bisschen getroffen. Ah, wer ist bloß... Alter, hat er da vors Haus ge... Alter. Hat er gerade die Einwohnerin gesäppt. Okay, solange er die hat, können wir gehen. Okay. Ich glaube, den hätten wir eh... Lass mal die jetzt... Wir lassen jetzt... Oh, Vorsicht. Alter, die machen... Ich sag noch Vorsicht. Schaden, warum hörst du denn nicht auf mich? Gibt's ja gar nicht. Hat einen Schaden oder macht einen Schaden? Die machen einen bösen Schaden, die Viecher. Ach so. Einen Schaden haben sie auch. Alter, Uranium, Uranium, Uranium. Nee, was ist denn das? Ach hier, Egisalt. Genau das brauchen wir. Egisalt. Ah. Na, wie gut, dass wir die geilen Drills schon haben. War ja klar, dass die Kackvögel wieder angreifen. Scheiße Mistarschvögel. Eigentlich wäre es logischer, weil unser Schiff mit Uranium fliegen würde. Vorsicht. Oh. Ah, lass ich das mal aus. Alter. Na, super. Vorsicht. Ja, ich bin tot. Ne? Die sind gefährlich. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Oh, okay, jetzt bist du tot. Ich wollte gerade noch nach hinten laufen, aber da warst du schon tot. Das ist ja X-Sektor, Tobi. Da musst du vorsichtig sein. Seit der gerade wie ein Held vor dem Boss geflüchtet ist. Ich war vorsichtig. Ich sammle dann aber noch ein paar von diesen Rohstoffen ein, ne? Mhm. Auch dieses Egisalt. Gehen wir nach links. Ne, sind wir gerade nach links oder nach rechts gelaufen? Nach rechts. Okay. Gehst du nach links? Ja, ich probiere mal nach links zu gehen. Dann sammle mal unterwegs auch dieses Egisalt ein und die ganzen anderen Scheiß. I'll do my very best. It's hervorragend. Boah, Alter, lasst mich in Ruhe, ihr Kackvögel. Wir sollten uns vielleicht wirklich mal langsam welche von diesen Hightech-Bandagen machen, obwohl die echt irgendwie nicht so geil sind. Die haben ja irgendwie gar keinen Unterschied gehabt. Nee, ne? Boah, mega viel von dem grünen Zeug. Die heilen aber mehr. Sehr gut, Holders, bring das alles mit. Egisalt und Uranium. Ich will immer Plutonium sagen. Oh. Ich hätte vielleicht mein Inventar vorher mal leeren sollen. Alter. Na, das brauchen wir unbedingt, du. So, hier alles mit. Ich frage mich nur, weil wir jetzt im X-Sektor sind, ne? Und keine Endgegner und sowas mehr machen können. Mhm. Was machen wir dann? Ja, dann wird zu langsam, ne? Nein, das will ich nicht. Wobei eigentlich gibt's ja immer eine Möglichkeit, was man noch tun kann, oder? Ja. Okay, das hole ich mir jetzt auch mal, einfach weil es da ist. Stirb. Ein bisschen Silber. Kann ja nicht schaden. Nein. Boah. Was denn? Ach, so ein mieser Kackvogel schon wieder. Ein Throwing Spear, so. Ja, den braucht man auch. Den braucht man auf jeden Fall. Oh, hast du einen Speer gefunden? Das ist mir der liebsten Waffen im Spiel. Mhm. Wo man damit immer so super treffen kann. Obwohl die echt mega Damage machen und eigentlich, wenn man damit richtig angreift, könnte es gut funktionieren. Ja, das sind so Werfspeere, ne? 3 Stück. Ah, ach so, ja, die sind am besten. Davon habe ich immer welche dabei. Ich könnte mir Starbound und ohne Wurfspeere gar nicht mehr vorstellen. Oh. So, und bitte, es sei mir zu verzeihen, ich hoffe, du machst es auch genauso. Ich bleibe bei jedem grünen Kackpopel stehen, um den aus der Erde zu graben. Ja, ich habe auch schon so viel gefunden. Da viel hört sich gut an. Ja. So, das sieht auch gut aus. Und mit dem Egisalt können wir nämlich dann auch... Ich weiß noch nicht, wie viel man braucht, um damit einen Barren herzustellen. Ich hoffe, da braucht man auch nur 2. Nicht wie bei Diamanten, dass man da 4 braucht. Oh, noch ein Roboterlabor. Das ist sehr beruhigend. Oh, es gibt auch freundliche Tiere hier im X-Sektor. Zum Beispiel diesen freundlichen Schimpansen, der hier durch die Gegend zieht und... Oh, 78 Schaden mit einer Feuerwaffe. Oh, ich habe auch eine Feuerwaffe. Die ist, hätte ich aber sparen können, aber egal. Damage per Shot, krass. Oh. Aber... Manu! Musst immer einen drauf sitzen. Boah, die braucht voll lang, bis sie nach... Also, bis man wieder schießen kann. Oh! Und unsere Freundin, die Pilzköpfe, ist wieder da. Juhu! Aber ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen Angst, die anzugreifen. Sei ein Mann. Kommt doch mal runter.
Kann ich nämlich schön in die Ecke setzen. Ja, der ist der erste gleich weg. Ein Pixel hat er fallen lassen. Wow. Universal Translation Error. Language not recognized. Attempting to pass. Das ist ja auch geil. 41 Pixel. Da komme ich wieder nicht hoch. Oh, da drüben wurden die Pilzkoppel gerade umgebracht von X-Sektor-Kreaturen. Boah, die macht aber mega Damage, die Knarre, die ich gefunden habe. Ja? Oh ja. Uah! Die Viecher machen auch gar nicht mal so schlechten Damage. Ja, aber diese Blitzviecher, die sind richtig nervig. Ja, genau die meine ich. Genau die meine ich. So, ich habe gerade Sand gefunden und wenn ich Sand finde, weiß er, was passiert. Ja? Gut, dann alter Sandfisch. Ich melde mich später wieder. Liegst erstmal drin und reibst dich damit ein. Ja, natürlich, natürlich. Alter, wie viel Sand? Boah, was? Ach, das waren 4 Diamanten, die hier einfach waren, okay. Nimm ich trotzdem mit, ist ja geschenkt. Hui. Warte, wie viel Sand ist das denn hier? Ja, und da finde ich auch direkt nochmal 14 Uranium. Oh, und Gold und Silber. Ha, 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 will ich mich mit einreiben. Und noch mehr Uranium. Ey, das ist total geil. Wir sollten dringend Wüstenplaneten aufsuchen. Ich habe eine Lead-Gitarre gefunden gerade. Echt? Ach, ich bin hier in dem Dorf. Kannst du darauf Lieder spielen? Ah. Du bist im Dorf? Ja. Hier kommt noch ein Dorf in die Richtung, wo du läufst. Was denn für ein Dorf? Oh, was ist, also ein Vogeldorf ist das. Ach, ein Vogeldorf. Das ist ja cool. Aber nicht gleich alles kaputt machen, ne? Da kann man ja auch Sachen kaufen und so. Ja. Ich guck mir gerade an, was die hier so haben. Aber, Die haben, glaube ich, immer den gleichen Rotz. Ja, ja. Komisch, dass das von Sektor zu Sektor nicht mal verschieden ist, irgendwie. Uah. Oh, so. Eine Kiste. Vielleicht findest du ja ganz tolle Sachen herinnen. Ah. Hätte mich ausnahmsweise, würde ich freuen. 5 Goldbarren. Oh. Also lohnt sich schon sehr, das Dorf. Ja, auf jeden Fall. Oh, noch eine Kiste. Boah, wie soll ich denn hier wieder rauskommen, Kacke? Alter. Ich hab ja einen Liesen. Was denn? Ah, wie geil, warte mal. Das mach ich gleich, wenn du hier bist. Hast du eine Maske gefunden, oder was? Nee. Ich muss mir erstmal freigraben. Ich hab ja so ein riesen Loch in den Planeten gehauen. Lalalalalala. So, Na, Alter, ich hab doch abgenommen. Gut, jetzt passt ja durch. So. Hier hol ich mir natürlich noch da unten. Eine Hundehütte! Oh, bist du. Und ein Hund! Ein Hund! Ein Hund! Ein Hund! Oh. Und ich habe keine mehr von den. Hab ich das Ding noch mit? Nee, ne? Scheiße! Den kann man doch tamen. Ich lass den mal. Ich nehme auch die Hundehütte nicht mit. Nee, lass die mal stehen, genau. Dann bleibt er vielleicht auch. So, ich schütze den mal, den Hund. Ich baue da mal ganz große Mauern drum und habe keine Ahnung, wie ich jetzt selber da rauskomme. Weil der Hund springt ja nicht, ne? Ach, du schützt den, ich dachte, du sperrst ihn ein. Nein, das ist Schutz. Okay. Das ist nur zu seinem Schutz, wird er eingesperrt. Ich habe auch diverse Kameras und Abhörmaßnahmen installiert. Nur zu seinem Schutz vor Terrorismus. Okay. Ja. Du, ist es eigentlich schlimm, wenn es Nacht wird im X-Sektor? Ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher, ob da was passiert. Ich habe da so ein bisschen die Befürchtung. Hi. Na? Pass auf. Du hast doch einer der Waffel, ey. Du läufst ja mit dem Ding hinter mir her. Geh weg! Das ist ja nicht auszuhalten. Buff, bum, bum, buff, bum, bum, bum. So, ich mach mal ganz kurz noch einen anderen Planeten.
Buch sehe, wirklich aus dem Space Pirate, aber ich habe Angst, das abzufeuern. Hier hinten höre ich sie wenigstens nicht. Alter, Mann. Der ätzende Nervenvogel. Wir sind doch hier auf dem Sarazar-Channel. Geh weg! Tobi, lass uns noch eine Folge aufnehmen. Was hast du jetzt davon? Oh Mann, ey. Ich habe dir Nahrung gegeben, als dich hungerte. Mich hungert, warte kurz. Oh. Jetzt fängt er mit der Tröte an. Leg meinen Kopf auf den Herd, Alter. Guck mal, das ist übrigens die Waffe, die ich gefunden hatte. Ah, cool. Sieht gut aus. Tschüss. Wieder schnell abhauen. Okay, das ist kein Wüstenplanet. Sollte es einer sein? Guck mal. Ach, oh, cool. Macht Energieschaden? Na, ja, da tut ja nichts. Hässliches Vieh. Ja, und der macht natürlich wieder was, ne? Das hässliche kleine Mistvieh. Ist aber wieder Grasslands, nur hinten jetzt mit rosa Gras. Wir müssten uns ja eigentlich hier in die ganzen Planeten noch mal reingraben, ne? Eigentlich schon. Oh, oh, Vorsicht! Vielleicht kannst du dem mal einen Bim-Bum machen. Warte, ich singe ihm ein Lied. Okay, ich singe ihm kein Lied. Wir machen ihm keinen Schaden. Der kommt aber auch gar nicht. Hä? Hat sich der Server aufgehört? Nee, du, ich sehe dich ja noch. Warte mal. Oh. So machen wir den. Was war denn das? Alter, wie der uns genagelt aber, hat. Aber warum? Das wäre doch schlimmer als bei Rust letztens gewesen. Wir haben ihm nicht mal ein Brusthaar ausgerissen. Alter. Warum? Ich fühle mich erniedrigt und beschämt. Ich trage tiefe Trauer in mir. Warte. Oh. Alter, da sterbe ich lieber von dem Ding. Aber ich habe neue Sachen. Ich habe was für deine Sammlung noch. Hier. Ah, Liedgitter, cool. Next Stretcher, vielen Dank. Gerade, ob wir jetzt was anderes noch herstellen können. Boah, der hat uns ja voll weggemacht. DPS 209. Boah! Wollte ich gerade sagen, DPS 167 hier auch, krass. Alter. 222, vielleicht sollten wir ein bisschen aufrüsten. Ich schmeiß mal das Aegis halt hier rein. Ja. Alter, was ich hier für eine Scheiße. Oh, wie ist das sofort raus, Mobs? Der mich verarschen? Was denn? Ich suche mir die Seele aus dem Leib und der mobst sich hier einfach alles raus sofort? Ich mach doch gar nichts. Du meinst, ich sehe das nicht? Nee, ich mach nichts. Ich trinke nebenbei. Was denn? Unfassbar. Gieriger Schlumpf. Das ist gar nicht, was du hast. Hm? Finde ich jetzt schon ein bisschen unfair, wie du mich hier behandelst. Willst du mir jetzt noch die Klamotten irgendwie ins Inventar mogeln? Nee. Ich hab da gerade nur eine Klamotte rumfliegen sehen. Aha, ja, ich sehe das zum Glück nicht. Weiß auch nicht, was es da zu sehen gäbe. Nö, 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 gar nichts, gar nichts. Huch, Protector, was hast du mir da gerade wieder hingeschmissen? Ach, mein Inventar ist voll. Das müsstest du mir vielleicht gerade mal geben dann. Ach ja. Protector. So ein grünes, weißt du, so ein grünes Schwert ist das. Ach ja, das gefällt mir ganz gut. Ja, ich glaube, das möchte ich auch haben. Wie viel Schaden? 167, ne? Hm. Komisch. Meine 167er Schadenwaffe heißt Baby Barbarian. Baby Barbarian. Da habe ich noch Orang... Orangubang. Ne, Orang... Orangubang?
Two-Hände, 222 Schaden pro Sekunde, aber der ist langsam, verdammt. Der ist extrem schnell. Macht 143 pro Sekunde, aber 100 per Swing. Sekunde, The Tickler. 100, auch 100 pro Swing. 167. 143, da bleibe ich lieber bei, Achso, du wolltest die Waffe? Nee, nee, ich tu nur so. Achso, ja, dann ist egal. Welche ist das jetzt hier? Baby Barbarian? So? Ja, und jetzt, Obwohl, ich mach das mal so. Ja. Ja? Wenn du jetzt ein Schwertduell willst, wo du wieder epische Musik drauflegst, vergiss es. Guck mal ganz kurz hinter dich. Dein Glück. Sind das die gleichen? Hm? Was? Was? Habe ich dir etwa meins gegeben? Ah, ist ja doof. Das ist aber irgendwie lustig. Ja, ne? Weil wir auch gleich aussehen irgendwie jetzt. Cool. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer ist. Also wenn wir Scheiße spielen, liegt's daran. Boah, dann werde ich ja mit dir so verwechselt. Das ist ja auch nicht so geil. Habe ich jetzt nicht überlegt. Weiß vorher. Ja. Affenjunge, ne? Tut mir leid. Ja, du bist ja so eine Robotranse. Ja, vom Regen die Traufe, Junge. Bist du sicher, dass wir hier nochmal langlaufen sollten? Was? Ich mach keinem Monster mehr Schaden. Ich bin tot. Willst du verarschen? Ich bin gerade mit einem Schlag tot? Ja. Von so einem kleinen Frettchen? Und ich mach keine Monster mehr Schaden. Nee? Nee. Das war gerade so ein Mini-Vogel. Dann ist irgendwas buggy hier gerade, wie es aussieht. Also es kann ja nicht normal sein, dass wir mit einem Schlag tot sind von jeder Kreatur und dieselbe aber nicht mehr hitten können. Hä? Warte mal. Wir sollten in den Alpha-Sektor fliegen und uns eindringen lassen? Warte mal. Das kann ja nicht sein. Wir sind erst bei 23 Minuten. Bin doch nicht paranoid jetzt gerade. So, pass mal auf. Was ist das für ein... Was ist das denn? Nee, hier kommt kein Schaden. Und wieder tot. Alter. Ich hab gerade Rubium gefunden. Was ist denn Rubium? Weißt du, was wir machen? Hm? Düsen mal ganz kurz nach oben. Wir suchen uns jetzt einen Wüstenplanet und graben noch ein bisschen. Da. Oder? Ja. Da haben wir ein bisschen Glück, kommen wir. Wie viele Minuten sind wir? Bei 23. Ich weiß, du musst ja gleich weg. Ja, wäre nicht schlecht. So, aber ich habe einen ganz kleinen Planeten gefunden. Einen ganz kleinen, winzig kleinen Wüstenplaneten. Der ist ganz klein. Also. Ganz, ganz klein. Ist ja auch schon spät jetzt, ne? Ja. Das verstehe ich schon, habe ich schon Verständnis für. Du bist jetzt 32, da hat man langsam so ein Alter erreicht, da will man auch schon ein bisschen früher ins Bett, oder? Wie lange sitzen wir hier jetzt eigentlich? Boah, ich habe keine Ahnung. Seit 6:30, ne? Wir haben mittlerweile 4:30. Alter. Ach du Scheiße. Boah. Mein Helm rostet. Puh, haben wir auch ein bisschen übertrieben heute. Mit der Aufnahme. Und das, obwohl wir eigentlich noch Folgen übrig haben. Eine aber nur noch. Ach ja, stimmt, weil wir nur 3 aufgenommen haben. Ich habe ja nicht mehr geschafft in meinem. Ist heute nicht Livestream, sag mal. Ja. Ach so, ja. Okay. Wieso? Naja. Oh. Das ist also die Wüste. Hm. Oh. Arrowguard, was ist das denn? Wo willst du denn jetzt so schnell hin?
Alter, eine Feuerwaffe mit 107 Schaden. Mhm. Entschuldigung? Eine Feuerwaffe mit 124 Schaden. Der Popenator. Bitte was? Der Popenator. Entschuldigung, aber das muss ich mal ganz kurz... Aber trotzdem macht mega Schaden. Was war in der Kiste drin? Warte mal. Laufen da nicht hin? Weiß ich, irgendwas? Kein Schaden. Null Schaden, ne? Kannst du vergessen. Bleib jetzt hier. Oh, war das doch gut. Schaden? Ja, ganz komisch irgendwie. Das verstehe ich nicht. Das kann nicht sein, dass uns die Monster mit einem Schlag wegsnacken. Das geht ja nicht. Okay, das war jetzt doch nicht ein Schlag. Alter. Das funktioniert eigentlich ganz gut mit den Patronen. Ich bin tot. Das gibt es nicht. Na gut, das waren jetzt aber auch zu viele. Muss man einfach mal sagen. Das waren echt zu viele gerade. Bobby. Oder? Sieh's doch ein. Kann nicht sein, dass ich so oft stehe, aber das geht nicht. Alter. Du darfst dich halt nicht mit einem Pro vergleichen, Tobi. Ich spiele schon Starbound seit dem wir zusammen angefangen haben. Deswegen. Wegen? Deswegen? Wegen? Boah, Alter, wie viel Gold. Was wir überhaupt nicht brauchen. Wir wollten eigentlich nach Klostoffen graben. Was war das denn gerade? Keine Ahnung, ich habe das Ding aktiviert. Ich weiß nicht, was das gemacht hat. Mimi! Oh. Oh, cool. Was ist das denn hier? Oh, Sugarcane Seed. Hast du noch Platz? Warte mal. Auch nicht mehr so viel. Ja, ich kann ja die Erde weghauen, die braucht ja kein Mensch. Die Diamanten hier nehme ich immer trotzdem mit, ne? Diamanten kann man ja immer brauchen. Oh, was ist denn da eine Erde? Oh, warte mal. Oh, Mann. Ja, husten. Was tust du da? Zeigen, wie Pro ich bin. Ha, hu, hu. Weißt du, wie die Felsen da im Hintergrund aussehen? Wie denn? Wie Felsen? Ja. Das ist ein gelungenes Artwork. Was ist eigentlich mit dem Silber los? Eisen meinst du? Meine ich ja. Ja, irgendwie findet man da kaum noch was, ne? Nee, ist irgendwie weg. Aber vielleicht liegt es echt an den Sektoren. Ich kann es mir nicht anders erklären. Hm. Oder vielleicht wurde es jetzt sehr rar gepatcht. Braucht man ja eigentlich auch für nichts mehr eigentlich groß, ne? Oh, der ist freundlich. Ja, jetzt nicht mehr, nee. Freundlich? Oh, Alter! Freundlich. Das waren einfach mal 14 Igisaltohre. Lass die doch nicht einfach so liegen. Alter. Naja, waren ja nur 38 Gold gerade. Eigentlich ist es ja egal, wer die jetzt da ausgräbt. Wir landen ja eh wieder im gleichen Gully. Wenn wir zusammengraben, geht's auch schneller. Ja. Hui. 6 Pixel ist aber für den X-Sektor auch irgendwie lahm. Ach, das ist diese komischen Geldkassetten kann ich schon nicht mehr ernst nehmen jetzt. Weil ich so arrogant geworden bin mit so viel Geld. Oh. Also Pixel, natürlich. Oh. Das ist immer das Gleiche, ist immer das Gleiche. Schäm dich, Händler! Ich wollte ihm nur eine Lektion erteilen. Alter, Uranium. Was ist eigentlich mit diesem Rubinium? Was macht denn das? Rubinium? Ich hab Rubinium vorhin gefunden. Ich weiß es nicht. Das ist wie Uranium, nur natürlich rot. Die sind bestimmt aggressiv, ne? Ja, klar sind die aggressiv. Ah, boah. Richtig mal, Junge. Warte.
würde dir gerne helfen, aber leider muss ich fürs Team hier oben graben. Heute eine ruhige Folge, ne? Eine verhältnismäßig ruhige Folge. Was dann auch mal okay ist, ne? Was auch immer okay ist. Gut, dass ich den Schnee nicht mitnehmen kann. Magst du eigentlich den Winter toben? Ja, sehr sogar. Riesiger Schneefan bin ich eigentlich, aber war ja dies Jahr nichts. Nee, so gar nichts. Aber du magst dann natürlich auch nicht diesen Autoschnee, ne? Sondern mehr so diesen frischen Schnee. Ja, nicht dieses Gematsche. Ich mag am liebsten graue Schneepampe auf der Straße. Das ist das Schönste für mich. Ja. Wer sagt denn sowas? Wieso fragt man sowas überhaupt? Boah, der Baum sieht cool aus. Davon hätte ich gerne ein paar bei uns in der Behausung. In der nicht vorhandenen, meinst du? In der, die wir sicherlich bald schon voller Stolz errichten werden. Warte, warte, warte. Muss irgendwas wegschmeißen, damit ich Saplings mitnehmen kann. Alter, ich habe nur einen Krempel wieder mit dabei. Ja, da machst du schon. Ne? Mach ich mal hier. Wir müssen ja auch ein bisschen Rohstoffe farmen hier. Hui. Knöter, 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 Knöter. Oh, hier ist aber die Gravität anders da. Ach, was? Ach, Metallabor oder was? Ja, schon wieder. Nee, ach. Oh. Weißt du, was schade ist? Hm? Dass sich hier einfach nichts ändert. Dass die ganzen Städte immer gleich sind und die ganzen Inhalte sind irgendwie ja, immer gleich. Ja, irgendwie ist das ein bisschen doof immer. Das kennt man ja alles schon mittlerweile. Hier, Blueprint. Oh. Was war ein Blueprint? Was ist das für eins? Ein cooles. Hast du noch nicht. Was denn? Ganz bestimmt. Da oben ist ja auch nix. Es lohnt sich gar nicht, hier überhaupt noch in die Truhen zu gucken und so, oder? Nee, habe ich auch langsam das Gefühl. Ich mach's aber trotzdem, weil ich Angst habe, dass dann doch was Gutes drin war. Aber irgendwie ist nie was Gutes drin. Nee, irgendwie nicht. Und dann bringt man wieder aus Frust alle um und die Leute schreiben in die Kommentare, wie soll die so brutal sein? Und dann fühlt man sich wieder ein bisschen verletzt auch. Weil wir machen das ja nicht zum Spaß. Das ist ja natürlich unsere... durch die Kindheit. Ne? Ja, wir müssen ja irgendwie unseren Frust auch abbauen. Ich meine, wenn die nichts haben, dann müssen sie sterben. Fertig. Ja. Was soll ich mit drei Bomben? Oh, cool, drei Bomben. Tür auf. Hm? Was? Ich bin irgendwie Treppen. Warum? Hm, weiß nicht. Hast du hier in die Truhe geguckt? Pixel Hero Shirt. Alter, du gehst ja mal dran vorbei. Ja. TV Helmet. Alter, was ist denn mit dir los? Sorry, hier sind die geilsten Sachen drin und du hast sie einfach übersehen? Bobby? Ah, ich weiß nicht, irgendwie ist hier gar nichts. 169 One-Handed und wie, das sind auch 167 One-Handed. Das ist mein Hobby. Eigentlich müsste die Waffe tauschen, aber die 2 Damage per Second lasse ich mal, auch wenn die ein bisschen schneller ist. Einfach nur, damit der Tobi und ich gleich aussehen, ne? Finde ich gut, finde ich gut. Tobi, wartest du kurz? Oh, halt, da ist ja noch... Ui. Weiß nicht, warum die Hühner hier nicht mehr sind. Frag mich warte, nicht. Waren hier Hühner? Die sind bestimmt erfroren. Warte, Tobi, ich möchte mal ganz kurz was probieren. Wie findest du denn diesen neuen Look? Bidi, 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 bin ich jetzt sexy für dich? Bidi, 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 bidi. Hier auch mal ein neues T-Shirt an. Hm? Alter. Wenn ich jetzt so eine blaue Hose hätte? Alter, gibt's doch bestimmt einen Händler. Tobi, es tut mir leid. Ich muss weg. Oh ja, ich tue hier die Waffe schon weg. Beruhigt euch. Da sind wir gleich Upgrade 2.0 Blueprint? Was ist denn... Was? Oh, oh. 127? Vielleicht hätte ich mal gucken sollen, aber ich glaube, das lohnt sich ja alles gar nicht. 169 Two-Handed lohnt sich auch nicht. Ich habe leider keine Pixel mehr, sonst würde ich mir ja noch ein paar Dinger kaufen, aber das lohnt sich aber auch nicht. Oh. Kann ich... Alter, jetzt bleib doch mal stehen. Alter, Oma. Welcome to my store und hüpft hier rum. Die sind eine Gestörte. Hallo? Oh. Das ist ja schön. Ein Disconnect.
Naja, dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich.